Achtung, Lebensgefahr. Sämtliche Messungen und Arbeiten dürfen nur von entsprechend geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Das Fahrzeug befindet sich auf einem Rollenprüfstand. Die Antriebsräder treiben somit die trägen Massen des Prüfstandes an. Dieser Versuch simuliert eine Straßenfahrt. Auf dem Bildschirm ist der Stromverlauf einer Phase des Drehstrommotors zu sehen. Durch die Geschwindigkeitserhöhung steigt auch der Strom in der Phase. Der Elektromotor des Fahrzeugs muss die rotierenden Prüfstandsmassen weiter beschleunigen. Der Strom nimmt zu und die Frequenz des Stromverlaufes wird größer. Das heißt, die Periodendauer einer Sinusschwingung wird kürzer. In diesem Betriebspunkt wurde das Hochbeschleunigen abgebrochen. Nun treiben die trägen Massen des Prüfstandes den Elektromotor an, der nun als Generator arbeitet und seinerseits einen hohen Ladestrom in die Traktionsbatterie liefert. Auf dem Bildschirm ist gut der Übergang vom Fahrbetrieb in den Rekuperationsbetrieb sichtbar. Das Bild ist gespeichert, um diesen Übergang gut zu analysieren. Dieser Stromhub wird also im Prinzip durchgeführt. Bei einem Volt pro 100 Ampere, das heißt, in diesem Falle hat er ca. 200 Ampere Spitzenstrom in den Akku zurückgespeist.